Herzlich willkommen zurück auf diesem wunderbaren Kanal namens WLAN-Land. Ja, wir spielen, wie ihr seht, Rayman Legends. Die Welt heißt die Zauberkröte. Wir spielen das mit einem meiner Lieblingscharaktere, Sir Irgendwas. Los geht's. So, was ist denn da los? Ah, ja, hallo, hier müssen wir wieder eine Runde fliegen. Schön. Das mag ich hier. Der Hintergrund ist auch recht nice gemacht. Diesen wandernden Inseln oder was das sind. Mal gucken, ob es da noch einen aktuelleren Teil gibt. Da habe ich jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber vielleicht gibt es ja direkt schon. Ich weiß gar nicht, welcher Teil das ist. Rayman Legends halt, aber ist das der dritte, der fünfte, der zehnte? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Sehr schön. Ein bisschen was kaputt hauen. Und dann steigen wir in die Luft hinauf. Wie hoch geht's? Sehr hoch. Bis an den Fernseher. Fernsehrand. Ans Ende vom Fernseher. Beziehungsweise ist ja kein Fernseher, es ist ja ein Smart TV, habe ich hier. Und ich glaube, ich nutze nicht eine Funktion von diesem Smart TV. Oder? Nicht wirklich. Aber jetzt habe ich hier irgendwie sau viel ausgelassen, was mich gerade ein bisschen stört. Ey, verdammt, komm mal da hoch, ja. Was bringt denn das? Da hier. Es hat sich doch gelohnt, wieder zurückzugehen. Okay. Halt, zurück, zurück. Nein, da kommen wir nicht zurück mit dem Scheißwind. Schade. Mist. Oh, mir geht lauter Lumus verloren. Ah, doch, man kann zurückfahren hier. Oh, ist auch cool. Das machen wir gleich nochmal. Wusch. Das ist ja ein toller Service. Sehr gut. Und nochmal. Ich fahre wieder zurück. Wir sammeln das alles ein. Okay. Den lassen wir hängen. Den können wir verzichten. Kleinling befreit. Looms eingesammelt. Unser grüner Freund ist happy und zufrieden. Gibt noch ein dickes Bussi obendrauf. Und dann geht's schon weiter. So. Wo sind wir? Da sind wir. Ich finde die im Hintergrund so witzig. Diese Krötenmonster, die sich da so saunarisch aufregen. Fluchen und hüpfen. Die gefallen mir. Die gefallen mir wirklich gut. So, auf geht's. Auf geht's. Steig auf, kleiner Freund. So, wunderbar. Und Neider. Und ob das wieder so ein grüner. Und rauf, rauf, rauf. Ich bin immer beim Überlegen, was ich noch spielen könnte. Das letzte große Spiel habe ich jetzt durch. Das war hier Uncharted 4. Für die, die es interessiert, gibt eine Playlist mit. Boah, ja, heute sind, glaube ich, raus 40 Folgen, aber es werden um die 50. Es geht noch eine Zeit lang. Können ja mal reingucken. Und jetzt brauche ich aber wieder ein Spiel, was ich danach spiele. Und da habe ich mir gedacht, naja, solange ich das noch nicht weiß, nehme ich mal hier den Rayman als, was ist denn das? Ist das der Mund oder wie? Ah nee, ich habe gedacht, da kann man was holen. Als Lückenfüller. Da, die sind so geil. Quatsch. Ja, mal gucken. Also ich habe noch den Rayman da und wie hieß denn das andere? Star Wars Battlefront. Aber das habe ich schon so lange nicht mehr gespielt. Das ist so schwer, bis ich da wieder reinkomme. Und wenn ich da irgendwelche Gameplays präsentiere, wo ich immer letzter bin, das fällt mir dann selber nicht. Ich will ja da schon so ein bisschen so einen Erfolg haben beim Spielen. Gut. Komm. Und x. Schauen wir mal, mir fällt schon was ein. Ja noch das Ding spielen können bei Uncharted, da gibt es ja noch Multiplayer hier. Aber da hatte ich da irgendwie so überhaupt gar keine Motivation mehr drauf, und bevor ich da irgendwelche Rotz-Videos abliefer,
Schrotz folgen. Da habe ich gedacht, komm, weg damit. Ist auch schon verkauft. Soll sich doch jemand anders damit spielen. Doch, wo sind die Looms? Ja, genug Blabla. Wir spielen hier weiter. Genießen die grandiose Optik, das tolle Gameplay, schöne Grafik. Einfach ein nettes Spiel so. Hier braucht man nicht viel Hirn, nicht viel Nachdenken. Man schwebt so dahin. Und selbst das klappt nicht immer. Jetzt hat. Und dadurch. Ui. Schönes Spiel. Holt euch das. Gibt's saubillig. Als Download oder auch sonst wo. Kann man nichts verkehrt machen. Fällt irgendwie jedem. Egal, ob du erst 5, 6 Jahre alt bist oder so wie ich. Ich bin ja schon jetzt 96 Jahre alt. Meine Stimme klingt zwar nicht so, aber ich bin schon 96. Und ja, ich habe da auch noch meinen Spaß damit. In meinem Alter habe ich halt total die Probleme, dass ich noch irgendwie hier die Tasten auf dem Controller finde. Aber es gibt im Altenheim haben wir so Riesencontroller. Die sind so ungefähr dreimal so groß. Und die Tasten sind auch größer halt dann auch. Also da ist es auch wirklich für mich alten Menschen gemacht. Sehr schön. Weiter geht's. So, und jetzt kann er rauffliegen. Den grünen klatschen. Den grünen klatschen. Und den Kleinling befreit. So, wir steigen hoch nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Boah, fast auf Anhieb geschafft. Aber schauen wir noch ein Stück höher. So ein Geheimgang wäre mal wieder cool. Ja, dumm gelaufen. Ich bin geplatzt und jetzt schon mal. Nochmal. So, aber jetzt klappt's. Jetzt klappt's. Volle Konzentration. Das hat ja vorhin auch geklappt. Ne? Da habe ich ein bisschen geschusselt. Da waren wir schon durch. Aber das macht nichts. So, nochmal. Vielleicht kriegen wir jetzt alle auf Anhieb. Eins, zwei. Drei, an keinem vorbeifliegen. Ich nehme die Kurve. Ich nehme die leichte Kurve. Ich gehe runter. Nein! Einen habe ich übersehen. Komm, den will ich aber trotzdem noch haben. Passt. Und durch den Bambus. In Richtung Zielgerade. Meine lieben Leute, wir haben es schon wieder geschafft. Ein herzliches Dank an die, die zugesehen haben. Ich spiele gleich noch eine Folge. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt einen Daumen nach unten. Ciao, bis zum nächsten Spiel. Hübt euch. Ciao. Servus.